Tom and Jelly. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Videochen. Ich weiß nicht, ob es längere Folgen werden, kürzere Folgen, ich weiß es nicht. Ich grüße euch herzlich hier zu Trump Mechanic, Dangerous Path, der Prolog. Ja, es ist der Prolog tatsächlich. Ich habe den Key zugeschickt bekommen vom Entwickler. Herzlichen Dank dafür, auch wenn Sie von dem Wort oder von dem, was ich hier sage, nichts verstehen werden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe gerade gestartet. Ich habe es übrigens schon zu meiner Wunschliste hinzugefügt. Und ich wollte einmal mit euch ganz schnell hier in die Dings reinschauen. So, was haben wir? Sichtfeld, Sprache Deutsch passt, metrische Einheiten gehen. Okay, Controller, Vollversion. Okay, in der Vollversion verfügbar. Also hier nicht, also lege ich den Controller beiseite. So, Audio, das passt alles. Video, rahmenlos. V-Sync ist an. Lalala, Ultra, wisch mir das alles auf volle Pulle. Anti-Aliasing. Vegetation ist ganz interessant. Ja, das passt alles. Also man kann alles schön einstellen. Genau, ich habe das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Es ist der Prolog. Und ich weiß gar nicht, nicht worum es geht, sondern was wollte ich gesagt haben. Schöpfer, auch schön. Wer meine Streams verfolgt, der weiß ganz genau, dass ich ein großer Fan von SnowRunner bin und dieses Spiel mixt quasi SnowRunner mit ein bisschen mehr Aussteigen, ein bisschen mehr Mechanik quasi. Deswegen würde ich sagen, neues Spiel und los geht. Unvorsichtiges Fahren kann das Fahrzeug und Ladung beschädigen. Das ist ja interessant. Gucken wir mal. Hey Bart. Huch. When delivering the tools to the mine, check if their drainage pump works. Their guard fell ill, and there's no one else who could take a peek. And how am I supposed to enter the premises? Relax. They gave us the padlock code. It's 0303. All right. I'll take a look once the cargo is unloaded. The pump is located at the bottom of the shaft, so you gotta take the freight lift all the way down. If the pump is on a fritz, a standard solution of turn it off and on again should do the trick. Wonder if they dug too greedily and too deep. What was that? No, nothing. Thanks for helping them. Oh ja, Roger, over and out. So, und da wären wir auch schon. Und ja, herzlich willkommen hier. Ich habe keinen Körper, aber das ist auch vollkommen egal. Aber ich kann mich einmal im Kreis drehen. Ui. So, wir müssen die Lieferung ausführen. Dann würde ich sagen, gebe ich mal Gas hier. Uah. Kamera ist so ein bisschen ungewöhnlich, dass ich nach hinten ziehe, um nach oben zu gucken. Ich würde das einmal, glaube ich, gerne umstellen. Warte mal eben. Mausempfindlichkeit, Headbobbing, umgekehrte Achse ausgeschaltet, LKW. Maus umgekehrt, nee, LKW würde ich vielleicht. Achso. Ist das richtig? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Warte mal. Ja, so ist besser. Nee, aber links, rechts nicht. Warte mal. Uah, das ist falsch. Das müsste die Y-Achse sein, ne? Oder? Ja, das ist besser. Oder? Nee, warte mal. Nein, das ist immer noch falsch. So rum müsste richtig sein, oder? Ja. So rum ist richtig. So, wir müssen zur Pumpe im Bergwerk müssen wir prüfen. Das heißt also, wir müssen da hinfahren. Ich würde einfach mal hier lang düsen. Ich habe, wie gesagt, null Ahnung. Ich habe null Ahnung, wie wir da hinkommen. Haben wir auch eine Karte mit M, ne? Wir gucken mal auf die Karte. Ach du Heiliger, da sind wir. Und wir müssen dahin. Hier ist die Mine und da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen hier oben einmal rüber. Okay. Mittelmaustaste, bewegen zum Ziehen, vergrößern, verkleinern. Okay. Schon irgendwie ganz cool gemacht, ne? So, dann legen wir mal los. Also, auf geht's. Kann man denn hier irgendwie den Left Shift? Ah, wir müssen auch schalten. Dritter Gang. Oha. Meine Frage ist jetzt aber, niedriger Gang. Wie mache ich das? Left Control. Ach, Left Control ist Steuerung, ne? Achso, okay, alles klar.
Oh ja, hier on the road again mit Dieter Donnerlunte. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier on Truck Mechanic, der Prolog. So, mich hat's also hier ins Nirvana Outback geschickt, ja? Ich würde sagen, es geht hier jetzt richtig zur Sache, meine Freunde. Uah! Vordere Aufhängung, 1%. Genau, wir nehmen hier auch Schaden. Ich meine, das ist bei anderen Simulationen ja genauso, aber man kann hier wohl auch aussteigen. Da bin ich sehr gespannt drüber. Oh nein, hier ist die Maus auch falsch rum. Oh, warte mal. Oh nein, die Maus ist hier verkehrt rum. Oder muss ich das jetzt... Hä, warte mal. Irgendwie stimmt doch da was nicht, oder? Nee, jetzt ist das so rum falsch. Hä? Ich check das nicht. Ich lass das einfach so. So, wo müssen wir denn lang? Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, wir müssen hier weiter. Achso, vielleicht soll ich mal erst einen Gang einlegen, dann geht das auch. Oh, Freunde. Roger, over and out. Ich hab ein Funkgerät. Wir müssen abliefern. Egal wie. Egal wann. Egal wo. So, aus dem Fenster kann ich nicht gucken. Also, kann aus dem Fenster gucken, aber nicht so wie... so richtig rausgucken. Aussteigen. Rechte Maustaste steht übrigens da auch. Damn. What now? Was ist denn jetzt LKW repariert? Oh Mann, ich muss nachsehen, was passiert ist. Okay, Motorhaube. Achso, die Motorhaube öffnen, um zum Motor zu gelangen. Wir müssen aussteigen, glaube ich. Das ist mit der rechten Maustaste. Oh, da, Alter. So, was? Bretter? 7 von 7. Das ist ja interessant. Laderaum. Okay. Räder. Tür. Ich kann nicht einsteigen. Ich muss den Truck reparieren. So, öffnen wir mal. Ach du Heiliger, wie sieht's denn da drin aus? Ach du Heiliger Strohsack. Der Mechanic-Modus durch Interaktion mit Motor aktivieren. Now I can look for the fault. Ich muss den Fehler suchen. Was zur Hölle? Wie funktioniert denn das hier? Okay, jetzt muss ich gucken, was der Fehler ist. Beschädigte Teile mit Hilfe der Inspektor mit F. Nice! Ah. Also hier irgendwie das Teil. Kann ich auch... Nein! Kann ich die Kamera auch irgendwie bewegen? Warte mal, Left-Mausband interagieren. Weiter Abschnitt. Mittelmaustaste. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Reifen, glaube ich. Sektor wechseln. Das hier muss, glaube ich, repariert werden. Aber wie mache ich das los? Okay, das ist auf jeden Fall hier kaputt. Aber wie wechsle ich das denn aus? Zusammengesetzte Teile. Q und E wechseln. Okay. So, Modus auf Demontage ändern mit Tab. Okay, Tab. Ah, jetzt kann ich hier demontieren. Okay. So, warte mal. Okay, ich muss die Mutter lösen. Huch, Ach so, so kann ich drehen. Alles klar, mit den Pfeiltasten. Ach so, ich muss da drunter irgendwo. Hä, wie komme ich denn da dran? Ach du Heiliger. Warte mal. Wo ist das denn hier befestigt? So, das muss ich erst wegnehmen. Warte. Das ist gar nicht so einfach. So, die Unterlichtscheiben muss ich auch rausnehmen. Ach du Heiliger, ist das hier kacke. Hier muss ich alles auseinanderbauen. Now I need to prep the workshop. And off to patching. So, Mechanikmodus verlassen mit ESC. Okay. Die Arbeitsstationstafel öffnen mit dem Mausrad. Was? Eine Schmiede an einem beliebigen Ort auswählen, einrichten. Das ist die Schmiede, okay. Machen wir es doch direkt hier, oder? Hallo? Ah, hier. Auf der Straße geht's nicht. Dann machen wir es hier hin. So, ein Teil auswählen und mit Hilfe des Minispiels reparieren. Das hier. Nötig Ersatzteile 5. 6 Ersatzteile haben wir. So, wie funktioniert denn das? Nach links schieben, um ein Element zu reparieren. Das hier, oder was? Okay. Das ist ja witzig. Yes. Ja, geil, repariert. So.
Teil im Motorring installieren. Ausfahrt. Ich fahre raus. And for my next excuse to justify doing nothing at all, I shall. Und als weitere Ausrede, ja, natürlich, klar. So, jetzt muss ich das Teil wieder installieren. So, das haben wir. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da alles für Fehler auftreten können. Ob das random ist? Oder ob das wohl, oder ob das irgendwie vielleicht, vorgeskriptet wird? Ich weiß es nicht. So, das wieder anbringen, das Röhrchen, und schon ist es fertig. So, den Hebel aus dem Werkzeugkasten holen. Welchen Hebel? Ich zeig dir gleich mal einen Hebel, Alter. Ach, hier ist mein Werkzeugkasten. Hebel. Den Hebel. Warte mal, wo ist denn hier der Hebel? Ich sehe nur einen Hammer, Seil, Heber. Oder meint ihr den Heber? Thanks to the jack, I'll be able to disassemble the wheel. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich meint ihr den Heber. Huch, das ging ja schnell. So, das müssen wir hier, mit F. Ja. So, jetzt muss er erst die Mutter lösen. So. Erstmal hier alles lösen. Jetzt können wir den Reifen abnehmen. Now I need to prep the workshop. And off to patching. Okay, jetzt müssen wir die... Alter Schwede. Holy shit. So, jetzt müssen wir irgendwie hier die, Mauswheel... die Piecewerkbank bauen. Oder Placewerkbank. Let's dismantle unnecessary parts and see the tire. Nehmen wir die überflüssigen Teile auseinander. So, also hier. Wie funktioniert denn das? Okay, erstmal den Ring, dann die Felge. Natürlich funktioniert das so. Time to fix it. Good thing I have spare parts. Okay, alle beschädigten Teile in der Schmiede reparieren. So, jetzt müssen wir wieder in die Schmiede. Okay. Ich frage mich, ob das stehen bleibt hier, wenn wir damit fertig sind. Wrong. Wie nicht so? Das Gebiet nach Ersatzteilen durchsuchen. Was? Ach cool, man muss auch das Gebiet erkunden. Das ist ja witzig. Ja, dann wollen wir mal. Wo werde ich denn hier wohl was finden? There's an abandoned wreckage there. Perhaps I'm lucky and I can find some fitting nuts in it. Vielleicht finde ich ein paar Nüsse da drin. Ja, Nüsse bestimmt. Got it. I can finish assembling the wheel. Geil. Ein alter T4, oder? Cool. So, meine Freunde. Ich würde sagen, es geht wieder rund hier. So, dann reparieren wir mal unseren Truck. Damit wir endlich die Ware liefern können. Ah, das Wetter ist aber auch ein Traum heute. Da kann man auch richtig schön draußen die Schmiede benutzen. So. Eins, zwei. Ey, ja, macht das Spaß. Ich frage mich, was das mit Schmiede zu tun hat, aber egal. Done. Let's get the wheel together and get in the truck. So, das Rad auf dem Montagetisch montieren. Achso, wir müssen das wieder fertig montieren. Ach du Heiliger. Okay. Dann das hier und dann den Ring. Yes. Ja, Mann. Mein Name ist, wie heißt die eigentlich? Bart? Habe ich das richtig gelesen? Ist das Bart? Got it. Ich glaube, Bart heißen wir. Warum auch immer. So, Hammer. And done. Bart. Mein Name ist Bart. Alle Werkzeuge in den Werkzeugkasten legen, Motorhaube schließen. So, kann ich hier Eber wieder reinlegen? Okay. Motorhaube schließen. Ach, Arbeitsstation wegräumen. Wie mache ich das denn? Ach, ich muss sie auf jeden Fall wieder mitnehmen. Okay. So. Jetzt kann es weitergehen. The sooner I leave, the better. Warte mal. Ach, reingehen. Ich hab reinigen verstanden. Oh mein Gott. So, Lastkraftwagenfahrer. Ich kann nur mal tuten. Bart, I know you hate riding empty, so I got just the thing for you. Oh, cool. What am I supposed to do? Yeah. Take the scientific equipment from two research stations. Allegedly, it's properly secured, but be careful. Those gizmos are delicate and expansive. Okay. Sure. I'll make sure nothing happens. Thanks for the gift. No problem. Have a safe ride.
Natürlich. So, sekundäre Ziele. Machen wir das mal. Ich schalte mal nach oben. Oh, Vollgas hier. Huch. Alter, sind wir jetzt schnell. Kann ich mir auch irgendwie den Weg markieren? Eine LKW-Fahrt, die ist lustig. Eine LKW-Fahrt, die ist schön. La 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 la. Okay, hier ist die Brücke. Ich musste mal eben einmal auf die Karte gucken. Wie kommen wir denn da oben hin? Ach du Heiliger, okay. Oh, nicht rückwärts. Vorwärts fahren. So, Freunde. Hm. Oh, wenn ich das Wasser so höre, muss ich auch auf dem Klo. So. Oh, was ist das denn Schönes? Damn it. Hope the wheels are intact. Da hat irgendwas geleuchtet. Oh, nicht schon wieder. Problem finden. Warte mal, was liegt denn hier? Wir laufen einfach zu Fuß. Oh, was ist das denn Schönes? Eine Schaufel. Wieso kann ich diese Schaufel nicht mitnehmen? Oh. This part may come in handy. Oh, ja. Was für ein Zufall, dass wir genau hier anhalten. Ah, was haben wir denn jetzt für ein Problem? So, was haben wir denn für ein Problem? Wie war das nochmal? F, Inspektor. Oh, well. Ah. This ought to be fixed. Also müssen wir wieder den Wagenheber... Ist der Wagenheber da? So, mein Mauszeiger ist nicht da. Wo ist der? Oh nein. Ach da. Manchmal verschwindet der Mauszeiger. So, erstmal alles abschrauben. Na. Achso. Wieso ist denn schon wieder der Reifen kaputt? Wir haben den doch gerade repariert. Ist ja unglaublich. Ah, ist ja unfassbar. Wie war das immer? Jetzt brauchen wir die Schmiede auch wieder, ne? Hallo? Also erstmal müssen wir hier das Rad wieder deinstallieren. So, anschließend müssen wir an der Schmiede. Die Felge ist diesmal, glaube ich, im Eimer, wenn ich das richtig sehe. So. Ansonsten alles repariert, ne? Ja, okay, alles klar. Können wir die eigentlich schon wieder mitnehmen? Ah, yes. immer dieser linke Reifen. Done. Ja, Bart freut sich. Ich pack schon mal alles ein. So, und wir schrauben natürlich alles wieder drauf. Hä? I think I heard. Er hat was gehört? Was war das für ein Geräusch? Ich will da nicht hin, was soll das sein? Geh weg! Was ist das? Huch! Aua! Ah, Alter! My head hurts like hell. Why would someone attack me in a place like this? I better get moving. Where have I left that flashlight? Meine Taschenlampe. Oh, wer hat mir denn auf den Schädel gehauen? Was ist hier los, Mann? Oh, ich torkle noch ein bisschen. War die hier irgendwo drin? Taschenlampe. Wie nutze ich die? Mit L. Oh, toll. Mitten in der Pampa irgendwo knüppelt mich einer im Gebüsch weg. Was wollt der von mir? Ah, dann wollen wir mal ganz schnell hier wegdüsen. Haben wir einfach einen Busch erschlagen? Was ist mit dem? So, das wegpacken. Und dann geht's weiter. Better pop the hood and check. Oh, ernsthaft? Zündung? Ah, super. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Was haben wir denn da für ein Problem? So, F war das, ne? Cables. I need to reassemble this. Die Kabel? Welche war denn das? Okay.
Ach du Heiliger. Nicht, dass ich die falschen Kabel hier... Okay, das waren sie, glaube ich. Ja, da müssen wir das doch nochmal rauskramen hier alles. Haben wir denn noch genug Sachen? Fertigkeiten. Ach du Heiliger, was haben wir denn hier alles? Kleinteile. Animationszeit pro Ebene. Wirtschaftlich möglich der Rücknahme von Teilen nach Abschluss der Reparatur. Das ist ja cool. So, hier. Kabel erstmal reparieren. Und kack aber auch. Ah, diese Kabel. Muss einfach mal mit dem Schraubenschlüssel reparieren. Das ist doch gar kein Problem. Die verheddern mal irgendwie da drin in den Schlüssel und dann geht das schon wieder. Was ist denn das hier? Ah, hier Kabelbinder, Klebeband und nochmal Klebeband. So, jetzt sind wir fertig. Kann ich jetzt die Scheiße hier alle mitnehmen? Erstmal wegräumen den Kappes. So. Jetzt müssen wir hier alles wieder reparieren. Wie war denn das nochmal? Nein, nicht deinstallieren. Nein. Wie installiere ich denn nochmal die Sachen? Wie war denn das nochmal? Oh Gott, ich habe jetzt eine Zündkerze ausgebaut. Die wollte ich gar nicht. Ah, hier Kabel. Ah, hier, die sind schon da. Kabel und Kabel. I must report this. That's no trivial stuff. Hat uns einer wahrscheinlich hier geschnitten, zugeschnitten hier diese Kacke. Jane? Jane. Hey. Is anyone there? Radio broken. What's going on? Oh shit. Irgendjemand sabotiert uns hier. Was soll denn das? Wieso sollte uns einer sabotieren? Ich muss jetzt gleich mal gucken, wo wir langfahren müssen, um dorthin zu kommen. Zu dieser Sekundärmission. Das war, glaube ich, hier irgendwo links fahren gleich. Ja, das dauert noch ein bisschen. Uah! Rechtere vordere Aufhängung. Wir haben 0 Geld auf dem Konto, aber 13 XP, das ist doch supi. Ich frage mich, wie lange haben wir denn in dem Bus da gelegen? So, jetzt müsst ihr hier... Oh, ich muss etwas schlafen. Parkplatz finden und oben im LKW schlafen. Dann machen wir das doch mal. Perfekt. Too much time. Let's go. Alles klar. Ich habe den Motor einfach laufen lassen, damit es auch warm ist wenigstens. Zumindest nachts. So, irgendwo müsste jetzt gleich eigentlich hier links die Strecke kommen. So, was wollte ich gesagt haben? Eigentlich wollte ich ja was anderes aufgenommen haben, aber leider kam ich nicht dazu, weil das Spiel mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Tatsächlich wollte ich ja eigentlich Black Mesa aufgenommen haben, also quasi die, ja, das Half-Life 1 in schön. Aber leider machte mir das Spiel einen Strich durch die Rechnung, deswegen habe ich mir gedacht, machst du mal so kurz und knapp nebenbei einfach mal das hier rein. Und ja, bevor ich jetzt was anderes Neues anfange, aber ich kann euch... Just wonderful. Let's do this quick, so I can be on the move fast. Hinter uns? Wie? Was? Was? Winde? Felsbrocken von der Straße entfernen? Welchen Felsbrocken? Ach, da! Null. Okay. Fracht vom Bahnhof? Genau, ich wollte eigentlich, eigentlich, wie gesagt, wollte ich ja, Half-Life, aber leider, wie gesagt, das Spiel machte mir... Kann ich ja nicht einfach drüber fahren? So, wie mache ich das mit der Winde? Kann ich hier festmachen?
Das ist aber kein Steinbrocken, das ist hier... Alter, wie cool das einfach ist. Wow. Diesen Felsbrocken kriege ich aber nie im Leben hier weg, oder? Und von welchem Felsbrocken redet der? Hier oder was? Lol, okay. Genau, und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt erstmal das zu machen, damit ich euch so ein bisschen auf dem Laufenden halte, was halt Phase ist. Mit dem Game und so. Nicht, dass euch wundert, dass nichts kommt. So. Aber es wird tatsächlich weitergehen, damit ihr da schon mal auf dem neuesten Stand seid mit Subnautica. So, dann wollen wir mal. Was für ein Felsbrocken soll ich denn hier wegräumen? Hä? Ich verstehe das nicht. Kann ich einfach hier rüberfahren? Nee, anscheinend nicht. Hä? Ich glaube, ich hänge, oder? Welchen Felsbrocken muss ich denn jetzt hier weg... Hä? Ich... Na? Oder ist das hier eine Schlafposition? Ich komme nicht weg. Ich hänge, glaube ich. Kann das sein? Ja, ich glaube, ich hänge. Ja, bewegen uns langsam. Erstmal sechsten Gang. Oder fünften. Na, komm schon! Okay. Kann ich den hier? Stein heben. Hä, aber wofür soll ich den Stein denn... Hä? Felsbrocken von der Straße entfernen. Aber hier ist doch keine Straße. Absetzen? Wofür habe ich denn hier eigentlich Bretter? Nein, sag mir nicht, das kann ich unter den Rädern liegen. Wie geil ist das denn bitte? Ich würde das Brett gerne wieder da rein tun. Wie kann ich das machen? Okay. Oder muss ich das hier oben um den Baum? Warte mal. Einmal hier so rum. Felsbrocken von der Straße entfernen. Warte mal, haben wir eine Kettensäge dabei? Das ist doch kein Felsbrocken, das ist ein... Kneifzange, Schrauben, Schlagschrauber, Hammer, Seil. Bringt mir die Kneifzange irgendwas? Hm. Das ist aber doch kein Felsbrocken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit der Winde irgendwas zu tun hat, aber... Weil wir halt hier nicht weiterkommen. Aber das ist doch kein Felsbrocken. Hilfe, ich verzweifle. Wahrscheinlich damit wir das hier umfahren können, aber... Aber ich... Hä? Warte mal, gehen, Sprung, Cancel, Interaktion. Achso, da können wir uns einblenden lassen. Aber wie soll ich denn bitte den Baum da wegmachen? Ein Seil? Kann ich irgendwas am LKW noch machen? Draht heben.
cool. Lol, das ist ja witzig. Ja, Ersatzteile 52. Ich bin mir jetzt noch gar nicht sicher, wie wir da hier weiterkommen jetzt. Kann er diese Winde auch nirgendwo anbringen? Felsbrocken von der Straße entfernen. Wie mache ich das denn? Es wäre mal schön, wenn das Spiel das einem erklären würde, wie das geht. Anscheinend rückwärts fahren kann ich auch nicht. Ja, er bewegt sich langsam. Vielleicht kriegen wir irgendwie dazu, dass er wieder in die Spur kommt. Komm schon! Komm schon! Fahr! Stehen wir irgendwie auf dem Felsprung oder warum fährt der nicht? Ach, da ist einer. Ich sehe ihn. Ah, okay, ich sehe den Felsbrocken. Aber den können wir, glaube ich, auch so nicht wegnehmen. Ah, wir hängen da genau drauf. Ich versuche mal ein bisschen jetzt so... Ja, warte mal, ich steige mal aus jetzt gleich. Vielleicht kann ich ihn da wegnehmen jetzt. Ja, jetzt hier. Wasted too much time here. Let's go. So, weitermachen. Jetzt kann ich die Winde benutzen. So, Windenseil um einen Baum am Hügel befestigen. Good thing I have a winch. Otherwise, I'd have to turn back. Cool. So, Lastwagen steigen und mit der Winde über die Kippe, Klippe mit T. Climber's equipment at the wreck. Alter, wie geil. Cool. Went quite smooth. So, wie trenne ich die Winde? Muss ich wieder aussteigen? Wie trenne ich die Winde? Ach so.